Heute bei Die Ruhrpottwache. Vom Nachbarsjungen zum Schwerverbrecher. Eine Mutter bangt um ihren Sohn. Geht um die Goldbahn aus Duisburg, da? Irgendwas, er hat gesagt, er hat ein super lukratives Geschäft. Und Missbrauch in der Nachbarschaft. Ein Ehemann im Visier. Was sollte bitte schon mein Mann damit zu tun haben? Hey, du machst das! Hey. Was ist nur meine Tochter dran? Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Kriminaloberkommissar Bora Aksu und seine Kollegin Kriminaloberkommissarin Katharina Clemens werden gleich Zeugen eines aufsehenerregenden Streits zweier Mütter um ihre Söhne. Hoppala! Was ist das denn? Ich muss vorstellen, das ist Herr Bender. Der hat heute Abitur gemacht und wollte mal lustig sein. Okay. Er ist von einer Straßenseite zur anderen gesprungen und hat beinahe einen Verkehrsunfall verursacht. Aha, das gibt's doch nicht. Schnell weg. Du kommst auf so eine Idee. Ey, voll krass. Ja, wer fährt? Ja, weiß ich nicht. Soll ich fahren? Ja. Okay, alles klar. Was ist denn hier los? Okay. Hallo? Ah. Hallo? Hey, was ist das? Oh! Oh, oh, oh! Ach du Scheiße. Hallo? Hallo? Ey, Moment! Lassen Sie mal die Kralle fallen! Hallo! Wo geht's denn nicht? Lassen Sie mal die Kralle fallen! Wo geht's denn nicht? Ey, die Kralle! Loslassen! Loslassen! Kommen Sie mal her! Bleiben Sie mal hier! Was? Hallo! Geht's Ihnen gut? Ruhig! Brauchen Sie einen Arzt? Bleiben Sie mal hier! Bleiben Sie mal hier! Nee, danke, geht schon. Die Fahrerin des zweiten Autos war total irre und durchgeknallt, stieg aus und hatte plötzlich eine Gartenkralle in der Hand und war am Rumschreien, meine Familie nicht und du gehst jetzt nicht da rein. Also, die war total durchgeknallt. Bleiben Sie mal ruhig jetzt. Ganz ruhig. Du Monster! Was geht bei Ihnen denn? Ja. Familie kaputt! Das gibt's ja wohl gar nicht. Was ist bei den anderen? Hallo, bleiben Sie mal ruhig jetzt. Was ist denn los? Soll er nicht rein? Was ist denn bleib hier! Du gehst nicht da rein! Du Monster, du hältst deine Schnauze! Hier. Ja. Hast du mich verstanden? Hallo. So, bleiben Sie jetzt mal. Ganz ruhig, ja? Okay? Wir kümmern uns jetzt. So. Kannst mal gucken, stopp, was bei ihr ist. Stopp, Gianni, warte mal. Okay, alles okay? Mal ein bisschen. Was? Ein bisschen fassen. Was ist denn hier los? Wir haben uns eben schon zu Hause gestritten. Ich habe im Internet ein Fahndungsfoto gesehen und ich habe ihren Sohn da wieder erkannt. Dieser Einbruch mit den Goldbahnen. Ja. Und gerade jetzt die Tage kam Anruf von diesem Julia da an meinen Sohn. Die haben früher zusammen gespielt. Und dieser Julia hat immer nur Scheiße gemacht und den in den höchsten Mist reingezogen. Und er hätte ein lukratives Geschäft gerade heute. Der Julian ist ihr Sohn und der Lennart ist mein Jüngster. Frau Jus hat mir da am Auto erzählt, dass sie jemanden auf einem Fahndungsplakat wiedererkannt hat. Dabei handelt es sich wohl um den Sohn ihrer Nachbarin. Sie wollte damit jetzt zur Polizei kommen, weil ihr eigener Sohn damit auch wohl reingezogen werden würde. Und die Mutter des ursprünglichen Täters wollte das gerne verhindern und ist mit ihr hier zur Polizei gefahren und wollte sie aufhalten. Geht's um die Goldbahn aus Duisburg, da? Irgendwas, er hat gesagt, er hat ein super lukratives Geschäft und der Julian hat keinen Job. Der ist schon wegen Raub und Körperverletzung vorbestraft und ich lasse den nicht meinen Sohn in diesen Mist mit reinziehen. Ja, das können wir verstehen. Auf was für ein Fahndungsfoto haben Sie ihn denn erkannt? Entschuldigung. Nicht schlimm. Ganz ruhig. Brauchen Sie Wasser? Oh ja, einen Schluck Wasser. Ja. Die Beamten durchsuchen die aggressive Mutter auf Waffen, stellen jedoch nur Handy und Portemonnaie sicher. Die Kripo-Kollegen lassen sich derweil von der Nachbarin den gesuchten Sohn der Festgenommenen zeigen. Der junge Mann soll einen spektakulären Raub begangen haben und steht deshalb auf der Fahndungsliste. Das ist der? Das ist Julian Löwe, 100%. Und die Dame heißt? Das ist mein Nachbarsohn. Die Furie, okay. Ja. Manuela. Manuela. Und dann können wir die doch eigentlich mal befragen. Da können wir eigentlich mal befragen. Die? Die sagt dir nichts. Julian ist ja eine Stunde. Die hat auch nicht gekommen. Also nicht Kompromiss. Hast du irgendwas bei ihr gefunden? Ja, ich habe ihr Handy gefunden. Ist da der Julian mit drin gespeichert? Wie heißt ihr Sohn? Lennart. Lennart. Hier steht ein Julian. Ist er das? Oh, schau mal. Oh ja, das ist er.
Ne? Ist doch ähnlich, oder? Du, Katharina, Ähnlichkeit besteht. Wir haben hier einen dringenden Tatverdacht. Klär mal mit der Leitstelle und dem PVD bitte ab. Wir sollen eine Funkzellenortung machen. Ja, okay. Und vielleicht kriegen wir über die Handynummer den Standort von dem Julian alles gerade. Klar. Okay. Über dem gesamten Stadtgebiet sind Funkzellen von den mobilen Funknetzbetreibern verteilt. Und diese Antennen, die nennt man Funkzellen. Und je nachdem, wo man sich befindet, meldet sich das jeweilige Handy an so eine Antenne an. Und wir wissen dann, in welchem Funkantenne quasi das Handy eingebucht ist und wo sich diese Funkantenne befindet. Wissen Sie denn, wo Ihr Sohn jetzt gerade ist? Nein, bekommen Sie den auch erreicht? Ich weiß auch nicht, wo Julian ist. Er geht nicht ans Handy, ich weiß nicht, aber irgendwo heute. Meine Nachbarin hat gesagt, heute kriegt sie 1000 Euro von ihrem Sohn. Wo soll er denn herkommen? Aber die ist ja ziemlich aggro, ihre Nachbarin, ja? Das geht ja gar nicht. Nee, das geht auch gar nicht. Eigentlich habe ich hab eigentlich ein total schlechtes Gewissen, weil ich will meine Nachbarschaft ja auch nicht kaputt machen. Nee, also, das ist auf gar keinen Fall schlechtes Gewissen, oder? Nee, das geht gar nicht. Ich kann doch nicht meinen Sohn, der ist unbescholten, der hat jetzt einen guten Schulabschluss gemacht, eine Ausbildung, den kann ich doch nicht da auf ein Messer laufen lassen mit diesem Typen da. Ich kann es schon verstehen, wenn eine Mutter ihr Kind schützen möchte, egal wie groß oder wie alt, aber nicht mit solchen Mitteln und auch nicht aufgrund der Schwere der Tat. Nee, Sie haben alles richtig gemacht. Also wirklich, Sie haben alles richtig gemacht. Es wäre falsch gewesen, uns nicht zu informieren. Ja, eben und gerade heute, jetzt, ne? Jetzt soll was stattfinden. Die Nummer hat sich jetzt soll was stattfinden. In der Duisburg-Walsum in der Funkzelle eingebucht. Ah ja. Duisburg, Walsum sagt ja was. In Walsum ist dieser Bunker. Okay. Und das ist so ein alter Bunker, da hat der Julian unseren Nennern auch immer mit hingeschleppt. Vor Jahren. Und Sie wissen, wo das ist? Ich weiß, wo Sie können ist. Uns das zeigen. Geht es Ihnen denn eigentlich gut? Sollen wir Ihnen gerade irgendwie, brauchen Sie ärztliche Versorgung? Nee, geht oder? Schon. Alles gut, danke. Sicher? Sicher. Dann würden Sie uns die Stelle gerade kurz zeigen. Ja, sagen Sie dem Jenny Bescheid, ihr fährt mit uns mit? Also, ja. Dann fahren wir dazu viert mal rüber. Jetzt mal unterwegs. Die Kripo-Kommissare fordern zusätzlich Verstärkung an. Mit den Kollegen wollen sie den kriminellen Nachbarsjungen aufspüren und den Verkauf des von ihm erbeuteten Goldes platzen lassen. Hallo. Ich kenne mich da aus. Ich kann Ihnen gerne den Weg zeigen. Frau Just, nein, wenn sie da irgendjemand da drin sein sollte, dann werden wir den schon finden. Sie bleiben am besten hier draußen, ja? Okay. So, wir gehen rein. Der Einsatz im Bunker ist für die Beamten äußerst riskant. Die Gänge sind verwinkelt, es ist dunkel, die Lage unübersichtlich. Plötzlich hören sie leise Stimmen und entdecken den kriminellen Nachbarssohn mit zwei Männern. Ja, lassen wir zum Geschäft kommen. Also, die sind im Wert von 13.000. Immer Sonderpreis für euch. Nimm du das Geld. Was? Moin, was ist los? Wo ist eure Runde mit der Waffe? Runter! Runter, zurück! Zurück! An die Wand, umdrehen, an die Wand! Ist denn das so Augen oder was? An die Wand? Das gibt's ja gar nicht hier, ey. Na. Du kleines, mieses Arschloch. Was ist das hier? Boy. Sind der Herr Göbel? Willst du hier Geschäfte machen und dann noch Göbel? Die Bullen holen, wa? Ja? Gut. Das ist das Gold? Das ist das Gold, was Sie verkaufen wollten? Das ist das Gold, ja. Alles klar. Für die beiden Herren, also die Käufer, kommt hier auf jeden Fall Hehlerei als Straftatbestand. Wir haben hier auch die räuberische Erpressung mit der Schusswaffe. Wenn geschossen worden wäre, hätten wir hier sogar den versuchten Mord. Und den Julian Göbel, der hat hier auf jeden Fall den Wohnungseinbruchdiebstahl zu verantworten. Was ist aus? Geraubt haben und wir verkaufen mit. Wollten, ja? Ja, gut, dann gehen wir mal raus jetzt. Der Jugendliche muss zwar mit einer Anklage rechnen, dennoch ist er erleichtert, dass die Polizisten ihm das Leben gerettet haben. Ich hab dich auf dem Fahndungsfoto erkannt. Ich musste dich doch anzeigen. Du kannst doch meinen Sohn nicht noch in die ganze Sache reinziehen. Ich muss mal diese Gedanken. Die hat mir so abgefallen. Das Gold wird erstmal sichergestellt und nach geraumer Zeit dann an den rechtmäßigen Eigentümer wieder zurückgegeben. Frau Just, Sie kommen alleine zurecht? Ja, wir fahren jetzt wieder zurück zur Wache, ja? Vielen Dank. Gerne. Wir werden uns bei Ihnen melden, Frau Just. Ja, danke.